Hallo, mein Name ist Fabian Fröse. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Göttingen. In diesem Video erkläre ich, wie man Interviews vorbereitet und durchführt. Dieses Video gehört zu einer Serie an verschiedenen Videos zu qualitativer Forschung. In einem anderen Video gehe ich auf die verschiedenen Formen von Interviews ein. Für halbstandardisierte Interviews, wo man ein gewisses Fragenkorsett vorgibt, bietet sich es an, einen Leitfaden zu erstellen. Ich würde sogar sagen, ich würde sehr stark empfehlen, einen Leitfaden zu erstellen. Wichtig ist, wenn man ein Interview durchführt, dass man nicht zu viele Fragen hat. Entsprechend auch im Leitfaden würden wir noch eine überschaubare Anzahl von Fragen vorformulieren. Vielleicht ca. 10 Fragen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, um welches Thema es geht und wie umfangreich es sein soll. Es könnten aber vielleicht auch 20 sein, aber keinesfalls 50 oder mehr Fragen. Das wäre einfach eine Überladung. Wichtig ist auch, der Leitfaden, wenn möglich, sollte auf einer Seite sein. Es sollte handlich und auch übersichtlich sein. Man sollte nicht zu sehr ablenken. Vielleicht maximal 2 Seiten, vorne und hinten. Dann kann man so einen Leitfaden auch gut mitnehmen. Wenn man diesen Leitfaden erstellt, ja, muss man überlegen, in welcher Reihenfolge man die Fragen aufstellt. Ja, es sollte Sinn machen. Es sollte so sein, dass die Fragen vielleicht aufeinander auch aufbauen. Ja, und dass man dadurch auch einen gewissen Argumentationsfluss herstellen kann. Dann kann man auch überlegen, dass man verschiedene Fragen mischt. Dazu werde ich gleich noch mehr erzählen. Ja, es gibt manche Fragen, die motivieren ja die meisten Interviewpartner, sehr lange darauf zu antworten. Wenn man diese längeren Fragen hat, es würde Sinn machen, die eher tendenziell an den Anfang zu setzen, nicht ganz ans Ende. Das ist relativ einfach. Sie können sich vorstellen, die Interviewpartner, die werden auch müde, ja, im Laufe des Gesprächs und sind vielleicht eher gesprächsbereit, mehr am Anfang. Kurze Fragen zum Abzufragen, die kann man eher ans Ende setzen. Natürlich manchmal mischt man das auch ganz gezielt. Ein Leitfaden heißt auch, dass wir gewisse Fragen vorgeben, ja, aber nicht, dass wir ein Korsett, ja, von 30, 20 Fragen haben, die wir einfach nur abarbeiten, eine Checkliste abarbeiten, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja der Vorteil von diesen halbstandardisierten Interviews, dass man auch neue Themen, die aufkommen, ja, auch bespricht, ja, und dass man dem Interviewpartner dann die Chance gibt, sich da zu äußern, also eine gewisse Flexibilität ist hierbei ratsam. Kommen wir nun zu der Frage, wie wir einen guten Leitfaden erstellen können. Das habe ich hier mal einen Prozess abgebildet. Zuerst, ja, würden wir verschiedene Fragen oder Themen sammeln. Womit beschäftige ich in meiner Forschung und in dem Interview? In einem nächsten Schritt, wenn wir prüfen, schauen wir mal die verschiedenen Fragen oder Themen, die wir jetzt aufgeworfen haben, inwiefern es sich schon deckt, oder ob es Doppelungen gibt. Und da können wir auch schauen, dass wir versuchen, das zu streichen, ein bisschen neu sortieren, ja, und das Ganze im nächsten Schritt sortieren, wie ich schon gesagt habe. Ja, wir versuchen, dann die Fragen inhaltlich, zeitlich oder vielleicht auch logisch zu sortieren, dass es einen guten Fluss gibt. Ja, da kommen wir jetzt auch direkt schon zum nächsten Prozessschritt, subsumieren. Ja, wenn wir die Fragen sortiert haben, ja, auch teilweise nach Themen, dann würden wir schauen, ja, wie wir das Ganze sortieren und auch in Reihenfolge bringen und zusammenführen, dass wir dann jetzt relativ schlüssige Themenbereiche zusammengestellt haben. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, es gibt verschiedene Arten von Fragen. Wir können hier mal unterscheiden, fangen wir erstmal mit diesen Kategorien offene Fragen. Offene Fragen sind, wie der Begriff schon sagt, relativ offene Fragen. Wie geht es Ihnen? Erzählen Sie doch mal, was Sie gestern so alles gemacht haben. Das regt den Interviewpartner an, zu erzählen. Ja, aus dem Nähkästchen erzählen. Natürlich, Sie würden Ihre spezielle Frage da stellen. Eine andere Sache ist, wenn wir geschlossene Fragen stellen. Da gibt es eine ganz klare Antwort. Ja, nein, viel, groß, wenig. Ja, wie viel Grad hat das Wetter jetzt? 13 Grad. Ja, ist eine knappe, präzise Antwort. In halbstandardisierten Interviews macht es mehr Sinn, offene Fragen zu stellen. Das ist ja gerade deswegen, warum wir es auch machen. Geschlossene Fragen kann man ja auch durch einen Fragebogen abfragen.
Ja, also in Interviews ist es häufig, dass man viele offene Fragen stellt, aber es macht manchmal durchaus Sinn, auch vereinzelt geschlossene Fragen zu stellen. Als nächstes hätten wir Mehrfachfragen oder Kettenfragen. Ja, das sind vielleicht Fragen, die aufeinander aufbauen. Das macht man auch teilweise und macht das auch zum Beispiel in Case Studies, wenn man schaut, wie logisch die andere Person denken kann, wie im Prozess die Person vorgegangen ist. Das kommt auch je nach Forschungsfrage auch auf. Solche Fragen sind aber auch häufig in Bewerbungsinterviews, kann man das auch immer wieder sehen. Dann kommen wir jetzt zum anderen Set an Fragen, die auch gestellt werden. Das eine wären situative Fragen. Da könnte man den Interviewpartner, was haben Sie gemacht in dieser und jener Situation, als es Ihnen schlecht ging? Wie sind Sie damit umgegangen? Wir wollen dann die Person anregen, über eine bestimmte Situation nachzudenken, zu reflektieren und vielleicht auch mal konkrete Vorgehensweisen zu beschreiben. Diese Art der Fragen sind durchaus typisch, wenn man bestimmte Forschungsfragen oder Forschungsdesigns erstellt. Als nächstes reden wir über Alternativfragen. Ja, das wäre ein Beispiel, möchten Sie dies machen oder das? Ja, dass man gewisse Alternativen auch vorgibt, ja, und den Interviewpartner auch ein bisschen in eine gewisse Richtung drängt, ja, damit er eine Antwort gibt. Eine andere Art sind Suggestivfragen, wenn man versucht schon, den Interviewpartner in eine gewisse Richtung zu lenken. Denken Sie nicht auch, das wäre gut? Stimmen Sie mir da überein? Ja, das ist natürlich, diese Alternativfragen und Suggestivfragen sind unüblich im Forschungsdesign, wenn wir was erforschen wollen. Wir wollen offene Sachen ergründen. Ja, Alternativfragen, Suggestivfragen nur ganz vereinzelt, da muss man auch ganz besonders vorsichtig sein, wenn man da den Interviewpartner beeinflusst. Das ist eigentlich Ziel unserer Forschung. Das ist natürlich ganz anderes, wenn Sie Verkäufer sind, Verkaufstraining, da gibt es viele Alternativ-Suggestivfragen, wie Sie versuchen, den Käufer in die Richtung zu bringen, dass er oder sie Ihr Produkt kauft. Das ist aber meistens nicht das Ziel in qualitativer Forschung. Gut, stellen wir mal vor, Sie haben den Leitfaden jetzt fertigerstellt. Es kommt zu den Vorbereitungen. Was immer sehr hilfreich ist, dass Sie eine Kurzbeschreibung des Projekts erstellen, vielleicht auf einer Seite, vielleicht auch länger. Sie können auch überlegen, um Interviewpartner zu generieren, würde es durchaus Sinn machen, vielleicht einen Flyer zu erstellen. Das kann ein Papierformat sein, auch im Internet. Ja, eine generelle Beschreibung. Einerseits für Sie, ja, um selber, wenn Sie vielleicht ein Jahr später sich wieder damit beschäftigen, um wieder gut reinzukommen. Und aber auch an potenzielle Interviewpartner, für die Kontaktaufnahme. Dann müssen Sie auch überlegen, wie Sie Ihre Interviewpartner finden können. Geht das über LinkedIn, persönliche Kontakte und wie Sie dann die Person auch kontaktieren, per E-Mail, Telefon. Das ist ganz unterschiedlich. Es hängt auch davon ab, wen Sie befragen möchten. Eine nächste Frage ist dann, wo soll das Interview stattfinden? Im Business-Kontext ist es üblicherweise, dass Sie zum Büro des Interviewpartners fahren, in den dortigen Büros die Interviews führen. Wenn es teilweise aber sensible Themen sind, würden Sie versuchen, vielleicht die Gespräche außerhalb des Büros zu finden, vielleicht am neutralen Ort oder vielleicht auch an der Uni oder wo Sie denken, die Person kann dort freier reden. Dann kommen wir zu inhaltlichen Vorbereitungen. Teilweise ist es ja mit Leitfaden, wie wir schon besprochen haben, aber auch sonst inhaltlich, wenn Sie über den Interviewpartner oder auch vielleicht das Unternehmen, die Organisation oder Hintergründe über diese Person erfahren können. Anderer Bereich sind ganz klassisch materielle Vorbereitungen. Sie brauchen einen Audiorekorder. Ja, Sie müssen irgendwas haben, wo Sie es dann transkribieren können. Heutzutage, die meisten Telefone können das ja. Dann können Sie auch schauen, ob Sie Infomaterial über Ihr Projekt, über sich oder wie auch immer mitbringen. Und natürlich Ihren Leitfaden möchten Sie mitnehmen. Bevor Sie mit den tatsächlichen Interviews anfangen, eine ganz klare, ausdrückliche Empfehlung von mir an Sie: Üben Sie. Üben Sie mit Ihren Geschwistern, mit Ihrer Mama, Papa, mit Freunden, mit Kommilitonen, ja, und dann erst rausgehen ins Feld und tatsächlich Interviews führen. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ja, das hilft, diese Interviews. Und dann gehen Sie in die ersten Interviews rein. Dann merken Sie schon, manches funktioniert gut, manches nicht so gut. Und das ist das Schöne an qualitativer Forschung. Sie können dann später noch den Interviewleitfaden, die Gesprächsführung noch modifizieren.
Der Unterschied zu quantitativer Forschung, wo ein Fragebogen an alle geschickt wird. Bei qualitativer Forschung können Sie dann noch flexibel darauf reagieren und modifizieren. Das tatsächliche Gespräch, das Interviewgespräch, was dann sehr förderlich ist. Sie wollen ja ein Gespräch, einen Dialog führen, ja, dass Sie versuchen, eine angenehme Atmosphäre zu kreieren. Typischerweise, wenn Sie anfangen, fängt es auch an mit Smalltalk. Hallo, ich bin dies und jenes. Wir sind so ins Gespräch gekommen. Wir haben gleiche Freunde, Bekannte oder wie auch immer. Versuchen Sie erstmal, das Gespräch aufzulockern, eine gute Atmosphäre zu kreieren, weil Sie wollen Informationen von der anderen Person erhalten. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass man eine angenehme Atmosphäre kreieren kann. Für Forschung ist es sehr wichtig, dass Sie das Gespräch aufnehmen, wie bereits erwähnt, vielleicht das Telefon oder ein anderes Aufnahmegerät. Jetzt natürlich, bevor Sie das machen, machen Sie es nicht heimlich, ja, dann stecken Sie eine Jacke und haben irgendwo ein Mikrofon, sondern Sie müssen dem Gesprächspartner Bescheid sagen und um Genehmigung bitten. Ja, die meisten genehmigen das auch, gleichzeitig können Sie auch darauf hinweisen, dass es um Forschung geht, ja, dass die Personendaten anonymisiert werden. Ja, und da müssen wir uns auch ganz klar halten, später kommen wir auch dazu, dass man das dann trennt, dass man dann keine personengenerierten Daten speichert. Während des Gesprächs, Sie als Interviewer, Sie steuern das Gespräch. Dafür haben Sie auch den Leitfaden erstellt. Es ist dann wichtig auch, dass Sie schauen, ja, wenn Sie das Gespräch führen, ja, dass Sie das Gespräch leiten, teilweise vielleicht auch mal ein bisschen eingreifen, wenn der Gesprächspartner zu sehr abschweift, dass Sie ihn oder sie wieder zurückholen oder manchmal auch laufen lassen, weil Sie sehen, oh, das ist aber ein sehr, sehr spannendes Thema, da habe ich gar nicht dran gedacht. Dann können Sie vielleicht sogar mal nachfragen, vielleicht kommen ja noch mehr interessante Erkenntnisse, können Sie dadurch generieren. Und die würden Sie dann versuchen, in dem Gespräch integrieren und dann vielleicht auch in nachfolgenden Gesprächen. In manchen Leitfaden haben Sie auch ein bisschen sensible Themen, sensible Fragen, wo nicht jeder gerne drüber redet. Typische Frage in Deutschland: Wie viel Geld verdienen Sie? Das sind Fragen, die stellt man, es ist etwas eigenartiger, die wird man ans Ende stellen. Oder andere Fragen, wenn es für Sie wichtig ist, wie alt der Gesprächspartner ist, dann würden Sie vielleicht nicht mit der allerersten Frage damit anfangen, wie alt sind Sie, weil das würde negativ auf die Atmosphäre vielleicht eine Auswirkung haben, sondern das können Sie vielleicht ganz ans Ende ziehen. Dann müssen Sie auch schauen, mit wem Sie das Interview führen, wenn es Geschäftsleute sind, die haben nur wenig Zeit. Versuchen Sie sich etwa an die Zeit zu halten. 30 Minuten, 60 Minuten, das können Sie üben und danach herausbekommen. Dann haben Sie das Gespräch durchgeführt und im Anschluss, ja, was dann ich empfehle, ist, dass Sie sich sobald es geht, hinsetzen, gehen nochmal alles durch, machen sich Anmerkungen, schreiben sich was nieder oder auch im Computer, wie auch immer, ja, und dass Sie das direkt dann niederschreiben können. Es macht auch Sinn dann, dass Sie mit den Gesprächspartnern in Kontakt bleiben. Sie können nur kurz im Anschluss vielleicht eine E-Mail schreiben, vielen Dank für das Gespräch, bla 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 und so weiter. Manchmal macht es auch Sinn, dass man noch ein weiteres Gespräch mit diesen Personen führt, wenn es noch offene Fragen gibt. Häufig bei Forschungsprojekten ist es üblich, dass Sie dann auch Ihre Ergebnisse den Gesprächspartnern widerspiegeln. Ja, Sie können die dann per E-Mail als Attachment zuschicken oder Ihre Bachelor-Masterarbeit. Das könnte dann teilweise auch sehr interessant sein. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man es theoretisch richtig macht. Jetzt wollen wir uns auch mal ein Video anschauen, wie so ein Interview stattfindet und was typische Fehler leider sind. Hallo Herr Podniagin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview heute. Genau, mein Name ist Sonja. Hallo, mein Name ist Genau, ja, also das Interview über Ihre Erfahrungen als Expatriate, genau. Ja, was soll ich da erzählen? Es gibt ja viele verschiedene Aspekte. Ja, also zum einen, natürlich ist man jetzt, man ist ja nach wie vor weit entfernt von der Heimat. Ja, aber man versucht ja immer noch den Kontakt irgendwie beizubehalten mit dem Hauptquartier, mit meinen Kollegen in Deutschland. Aber auch hier in Mexiko ist man auch irgendwie weiter entfernt, jetzt auf einmal von den Kollegen. Ne? Also auch hier bin ich ja regelmäßig zur Arbeit gegangen. Und jetzt wegen Corona wurden ja alle ins Homeoffice geschickt. Aber du kennst ja dieses Gefühl, weil vielleicht man Job embedded ist. Ne? Man muss ja irgendwie eingebettet sein in die Organisation, sonst verliert man ja den Bezug.
Und das fand ich persönlich ziemlich schwierig hier gerade. Und wir tun es eigentlich schwer, da so wirklich als Team weiterzukommen mit unseren Aufgaben. Und wir haben vielleicht nicht so viel geschafft, was wir uns vorgenommen haben in der Zeit. Und es gibt noch viele weitere relevante Probleme zurzeit, ja. Aber vielleicht, ich glaube, das geht dann zu tief in die Materie hinein. Ich will Sie da nicht überfordern. Gehen wir am besten weiter. Okay, ja. Genau, dann würde ich noch gerne wissen, wie das so ist, die Erfahrung aus Ausländer jetzt während Corona, so im Land zu sein. Ich meine, das muss ja sehr schwierig sein. Ist es nicht auch so, dass man viel vielleicht diskriminiert wird, dass sie sich irgendwie ausgegrenzt fühlen? Also so, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie sich einfach sehr ausgeschlossen fühlen müssen, richtig? Ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung, was Sie sagen. Also Sie haben ja ein paar richtige Sachen schon erwähnt. Genau, man ist irgendwie als, vielleicht nicht als Einziger, aber schon als Minderheit hier im Ausland. Und irgendwie schon, ich habe so das Gefühl, dass ich so ein bisschen alleine gelassen wurde hier in dieser Situation. Ja, so ein bisschen diskriminiert kann man vielleicht schon so sagen, ja. Also wir haben jetzt schon viel abgedeckt, genau zu Arbeit, Diskriminierung, ja, dann das, ich muss nur kurz gucken, wir haben mehrere Themenbereiche hier vorgegeben, genau, das nächste Thema wäre so ein bisschen zu Hause in Ihrem privaten Umfeld, wie es da aussieht bei Ihnen. Wie können Sie mit Corona umgehen? Das ist eine gute Frage. Also da gibt es auch wiederum viele verschiedene Unteraspekte. Ja, also zum einen muss man ja nach wie vor die eigene Arbeit irgendwie organisieren, strukturieren. Natürlich fällt es einem vielleicht nicht so einfach in der aktuellen Lage. Ja, also die Arbeitszeiten verändern sich. Man versucht sich da so ein bisschen diese Struktur reinzuzwingen, aber es klappt nicht immer. Ja, man hat ja nicht mehr diese festen Arbeitszeiten wie vorher, ne, bei der Arbeit. Und dann wiederum gibt es noch die Familie, die auch hier ist. Natürlich ist es schön, mit der Familie mehr Zeit zu verbringen, aber andersrum, meine Frau muss ja auch irgendwie arbeiten. Und wenn wir jetzt zu Hause beide im Homeoffice sind, stören wir uns vielleicht manchmal mehr bei der Arbeit, als es Sinn macht. Ja, also und wie das ist dann wiederum auch nicht so schön. Ne? Und natürlich allgemein so das Wohlbefinden, ja, die Balance zwischen Arbeit und Privatleben, was ich schon angesprochen habe, das natürlich ist eine große Herausforderung zurzeit. Ich rede noch gern. Und man versucht sich da schon irgendwie nach wie vor fit zu halten im Sport, wir gehen nach wie vor spazieren, soweit es möglich ist. Aber allgemein, ich glaube, es gibt schon sehr viele verschiedene Schwierigkeiten. Ich hoffe, das Video war ganz interessant für Sie. Es wurde ja schon teilweise erwähnt, was Sie gesehen haben im Fehler, was häufige Fehler sind und wie man die vermeiden kann. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wie bereits gesehen, es ist förderlich, ja, dass Sie eine kurze Vorstellung haben, dass Sie es auch üben, routiniert sind. Seien Sie selbstbewusst. Ja, das kommt auch mit Übung wird man besser. Ja, und falls es interessante Themen gibt, wenn die aufkommen, stellen Sie Fragen, ja, Nachfragen. Das gehört dazu. Das ist halt der Vorteil von diesen Interviews. Wie bereits vorher erwähnt, suggestive Fragen oder auch diese Schachtelfragen ist eigentlich nicht im Sinne von qualitativer Forschung, wo wir neue Erkenntnisse gewinnen wollen und nicht Leute steuern wollen in unsere Richtung. Das ist nicht was Forschung ausmacht. Und was leider auch passiert, Sie verlieren die Struktur, deswegen machen Sie einen Leitfaden und wie auch gesagt, einen relativ einfachen, kurzen, dann können Sie sich daran besser orientieren. Das war jetzt nur ein kleiner Überblick, wie man Leitfaden erstellt, wie man Interviews vorbereitet und durchführt. Ganz wichtig ist es, dass Sie einen Leitfaden erstellen, sich gut vorbereiten auf das Gespräch, üben, üben, üben und dann verbessern und dann im Anschluss auch alles im Detail dokumentieren. Ich hoffe, das war hilfreich für Sie. Danke.